Jo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Rise of the Ronin. Ja, wir machen jetzt weiter hier mit die Schlacht von Toba Fushimi. Und ich würde sagen, wir beginnen mal die Mission. Let's go. Ein echter Glücksfall. Unsere ist die gerechte Sache. Kämpfen wir erhobenen Hauptes. Los, auf in den Krieg. Nieder mit den Rebellen. Nieder mit Tokugawa. Auf in die Schlacht. Vielen Dank. Das kann Und uns schade, dass es hierzu kommen muss. Ich hoffe, wir bekommen es noch hin, Frieden zu schaffen hier. Und ich trauere noch extrem um Ryoma. Oh, Hilfe! Komm, Kaku! Jawohl, wir haben ihn. Folgt mir. Wir müssen weiter hier vor. Ich brauche Hilfe. Ich Na los, wir sind die Menschen. Zurück, zurück. Geistes der Choshu. Dann geh einmal schnell an die Kanone. Wir müssen uns beeilen. Wir erleiden sonst hier zu große Verluste. Kümmere dich nicht um mich. Bitte geh einfach. Nein. Aufpassen. Kanone feuert auf uns. Na los. Schnell. Hier einmal helfen und jetzt schnell. Raus aus dem Schussfeld hier. Du hast dich also dem Feind angeschlossen. Du elender Narr! Hier auf dem Schlachtfeld heißt es töten oder getötet werden. Also mach dich bereit. Ich gehe rein. Es scheint, als wärst du jetzt der überlegene Krieger. Oh nein.
Schnell. Hier einmal hochhelfen wieder. Das hier einmal da drüber schleudern. Sehr gut. Nimm das! Ah, das Geschütz schon wieder. Also die Kanone. Die feuert schon wieder hier auf uns. Ich muss erstmal hier hoch. Los. Lauf, 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 lauf. Jetzt schnell auf die drauf feuern. Perfekt. Ja, Munition alle. Komm schon, ich will hier hochklettern. Ja, geht hier nicht. Ich muss außen rumlaufen. So, geh an die Kanone ran. Ja, leider kann ich das Ding gerade nicht komplett drehen hier. Moment, ihr könnt mir kurz helfen, oder? Ne, leider auch nicht. Gut, nicht schlimm. Los, die machen wir leise weg. Hervorragend. Das hat gut funktioniert. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hier zurück ein Stück. Weil hier unten der eine Gegner noch übrig ist. Halt, Moment. Hier will ich einmal kurz alles auffüllen. Ah, geht gerade nicht. Okay. Das Problem sind die dort oben. Ja, und wenn ich dort bei denen an die Kanone gehe, kann ich dort hinten mich um Nakakura kümmern. Weil mit den Dingern sollte ich eigentlich genau auf ihn drauf feuern können. Was? Feuer! Einmal umdrehen das Ganze hier. Das geht leider wieder nicht. So, wo ist er? Vorne da oder nicht? Feuer! Das ist er nicht. Hm. Oder es geht nicht so richtig mit dem Schaden austeilen von hier aus. Naja, egal. Wir machen ihn im Zweikampf jetzt platt. Los. Einmal Kampfstil ändern und auf da. Jetzt schnell weiter, na los. Oh, da oben sind wieder Kanonen. Hier runter in den Graben. Hier haben wir erstmal Deckung. Zurück, zurück, zurück. Gewehr rausholen. Ah, da drüben ist auch noch eine Kanone, oder? Verdammt! Ja. Lass mal der da drüben weg. So, perfekt. Jetzt hier hochgucken. Ah, das wird so nichts. Oder? Doch. Ne, das wird so nichts. Hab eine andere Idee. Einfach schnell hier hochrennen.
Ja, klappt auch nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, dann noch hier rausgucken. Kopftreffer verpassen. Okay, jetzt hat es gut geklappt. Da drüben noch. Sehr schön. Ja, diese Kanonen mit den Explosivgeschossen, die sind heftig. Die hauen immer gut rein. Ich danke dir vielmals. Das gibt mir die Gelegenheit, mich erneut mit dir messen zu können. Wir geben nicht nach, auch wenn es uns das Leben kostet. Und jetzt lässt du die Entschlossenheit der Todesmacher kennen. Ich? Ja. Kondo wartet. Und er wird nicht so leicht aufgeben. Suchst du etwas Bestimmtes? Verflucht! Wer bist du? Du warst es also, der die Flammen des Krieges entfacht hat. Du. Ein regelrechtes Déjà-vu, nicht wahr? Für diesen Kampf könnte es keinen passenderen Ort geben. Haltet euch! Ich zeige dir, was einen Samurai wirklich ausmacht. Gemeinsam los geht's! Dank Kondo habe ich endlich die Armee, von der ich geträumt habe. Das lasse ich mir von dir nicht nehmen. Ich lebte als Samurai und sterbe als Samurai. Hier endet also
unser Traum. Dass wir es tatsächlich so weit geschafft haben. Katsu. Inomoto hat sein Schiff hergebracht. Bitte, flieht damit nach Edo. Niemals. Das würde das Ende für das Shogunat bedeuten. Aber genau das ist es doch, was sie sich erhoffen. Wenn ihr hier dem Feind in die Hände fallt, wird der Krieg die ganze Nation überrollen. Fürst Katamori, darf ich bitten? Du brennst förmlich vor Verlangen nach Rache. Erlaube uns, das Feuer zu löschen. Es ist noch nicht vorbei. Der feindliche Kommandant ist geflohen. Das ist unsere Chance. Die Götter meinen es heute gut mit uns. Die Soldaten des Shoguns stehen kurz vor dem Rückzug. Lasst uns noch ein letztes Mal alles geben. Feuer! Back hier! Rückzug! Rückzug! Gondo, zieh dich zurück. Kümmere dich um Brune. Ich bleibe bei dir. Die Ära des Schwertes ist vorbei. Doch ich lebe mit dem Schwert oder gar nicht. Das ist das Ende für uns alte Samurai. Toshi, du und die anderen, ihr müsst jetzt die Samurai einer neuen Ära werden. Und nun, geh! Buine, los! Die Truppen des Shogunats waren in der Überzahl. Doch aufgrund der Flucht des Shoguns stand ihnen eine Niederlage bevor. Angespornt vom Sieg marschierte die Armee der Revolutionäre auf die Stadt Edo zu. Nach der Niederlage in Toba Fushimi und dem Tod ihres Kommandanten flüchteten die übrigen Truppen des Shogunats nach Edo. Angespornt von ihrem Sieg brechen die Revolutionäre nach Edo auf, wo sie den entscheidenden Schlag gegen ihre Gegner landen wollen. Vor dem Morgengrauen sprich mit Katsura am Kyoto-Anwesen. Okay. Das tun wir dann mal direkt als nächstes. So, dafür müssen wir hier hoch. Da machen wir mal direkt eine Schnellreise. Wie läuft es? Nun, das lief besser als erwartet. Wir schicken alle Kampffähigen, damit sie die übrigen Feinde erledigen. Ah, du hast den Kampf also überlebt. Das freut mich.
Ja. Aber unter großen Verlusten. Und ich habe Botschaft erhalten, dass Shinsaku gestorben ist. Jetzt ist auch er von uns gegangen. Er soll bis zu seinem letzten Atemzug nach Neuigkeiten vom Kampf gefragt haben. Doch uns bleibt keine Zeit, seinen Tod zu betrauern. Dank unseres Sieges ist die Welt, für die wir kämpfen, in greifbare Nähe gerückt. Und es scheint, als hätte der Angriff der Dämonenklaue auf Burg Yodo unserer Sache auch nicht geschadet. Nun, im Großen und Ganzen stimmt das, ja. Sicher führt sie etwas im Schilde. Aber Burg Yodo war für uns trotzdem eine Chance, das Blatt zu wenden. Wir versammeln unsere Krieger und verfolgen die Tokugawa. Egal, welche Befehle noch kommen. Ein Angriff auf Edo ist jetzt unvermeidbar. Der Samurai mit der Dämonenklaue wird Fürst Yoshinobu garantiert dorthin folgen. Du bist ihm noch auf der Spur, oder? Was hältst du davon, zusammen nach Edo zu gehen? Ich habe gehört, dass Fürst Yoshinobu schwer verwundet worden sein soll. Also hat Katsu Kaishu jetzt das Kommando. Wir müssen herausfinden, was er plant. Katsu neigt zu drastischen Mitteln. Wie eine ertrinkende Ratte. Du musst dich mit ihm in Edo in Verbindung setzen. Ich zähle auf dich. Der Shogun ist jetzt außer Lebensgefahr. Aber er braucht trotzdem ausreichend Ruhe. Ich verstehe das einfach nicht. Warum haben wir nicht weitergekämpft? Mit meiner Flotte hätten wir diese Schlacht gewinnen können. Wir haben die Befehle des Shoguns befolgt. Er hat nicht gewollt, dass wir kämpfen. Um ehrlich zu sein, Inomoto, ich habe das Gefühl, dass er vorhat, sein Leben zu opfern. Und zwar für das Volk Edos. Und das lässt du zu? Du bist ein Samurai! Es ist deine Pflicht, deinen Herrn und Meister zu schützen! Das ist es. Und deshalb habe ich eine wichtige Aufgabe für dich. Inomoto muss seine Exzellenz und dessen Männer ins sichere Ausland bringen. Und auch die Bewohner Edos sollten alle verfügbaren Boote nutzen, um zu fliehen. Was redest du denn da? Was hast du das vor? Kann nicht dein Ernst sein! Und danach werden wir Edo in Brand setzen. Tatsugoro, der Hauptmann der Feuerwehr, ist bereits darüber unterrichtet. Wir zerstören alles, was unserem Feind nützlich sein könnte, und erst wenn er geschwächt ist, werden wir mit ihm verhandeln. Hast du wirklich vor, Edo zu opfern? Ich will kein Schlachtfeld, kein unnötiges Blut vergießen. Unzählige Bürger würden sterben. Glaub mir, das ist der einzige Weg. Der Wiederaufbau ist nah. Und alles hier soll brennen. Die Sikihōtai werden sich dieser Sache annehmen. Was haben wir denn hier? Ronin-Gruppen und gefährliche Gebiete. Okay. Öffentliche Ordnung wurde gestört. Okay, was haben wir denn hier? Okay, das geht jetzt noch nicht. Hier hätten wir noch mal was mit Verbündeten, ja. Ui, die Schwerter hier. Die hätte ich sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal noch solche Lager hier, oder nicht?
Das wäre vielleicht am besten. Hier vorne haben wir einige. Ja, hier in dem roten Bereich. Ui, und das ist ganz schön hoch von der Stufe her. Aber unsere Stufe passt da eigentlich auch, sehe ich gerade. Gut, dann machen wir einmal hier rüber. Und dann nehmen wir jetzt mal ein paar Lager dort ein. Das machen wir dann jetzt noch in dieser Folge. Los geht's. Wir gehen auf jeden Fall auf das Finale zu, so viel ist sicher. Gut, ich sehe das Lager schon. 15 Gegner haben wir hier. Ja, das ist eine Menge. Los, komm mal her. Einer ist super, jetzt wurde ich beschossen. Los, fall endlich um. Damit ich mich um die an den Geschützen kümmern kann. Sehr gut. Jetzt Gewehr rausholen. Ah, halte still. Moment. Sehr gut. Aber hier muss irgendwo noch einer sein mit einem normalen Gewehr. Ach, da oben. Hervorragend. Jetzt gehe ich mal hier rauf. Dort haben wir einen. Ja, komm. Ah, das ging nicht so gut. Ich muss hier ran. Feuer. Sehr schön. Den da drüben haben wir fast komplett erledigt. Ah, jetzt ist er auch gestorben noch. Sehr gut. Das Feuer hat ihn dahin gerafft. So. Einmal wieder hier ran. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir könnten es so machen, dass wir hier jetzt ein paar Gegner hier hochlocken und dann ja, die mit dem Geschütz abfeuern. Das würde sich anbieten. Hier helfe ich erstmal. Los, einmal hier rüber. Ach, und du bist ein Größer, okay. Ah. Verstehe. Gut, weg mit dir. Ja, viel drauf hat er auf jeden Fall nicht. War das schon alles? Einmal hier hoch. Nein, ah, das war jetzt so nicht geplant. Nochmal eine kleine Runde hier rumrennen. Und dort rechts sind auch nochmal welche. Die holen wir uns danach dann. Nachdem wir die dort unten weggemacht haben. Los, Feuer. Sehr schön. Jawohl. Gesundheit ist gut runtergegangen. Ich denke, jetzt hole ich mir erstmal als nächstes die dort drüben. Hilf mir doch mal! Komm her. Und jetzt der hier. Und hier ist jemand, der Hilfe braucht. Komm mal her. So, du kannst mir jetzt folgen. Entschuldige die Umstände. Gleitflug.
Und Angriff. Perfekt. Da hinten ist nochmal so ein großer. Den holen wir uns gleich als letztes. Sehr schön. Das hat richtig gut geklappt. Das Lager hat Spaß gemacht. So. Das Gebiet wurde jetzt hier befreit. Ja, ich will dann eigentlich direkt jetzt weitermachen mit dem nächsten Gebiet. Nehmen wir das hier oben, oder? Oder das dort unten? Ja, nehmen wir das dort unten erstmal. Das ist näher für uns. Wo ist die Rauchwolke? Kurz gucken, dort hinten. Ja, und ich habe auch eben gesehen, hier ist wieder irgendwo so ein Schrein. Wo wäre das? Hier oben wäre das. Gut, und dort auch. Also den würde ich dann gleich mal noch mit besuchen, den Schrein hier. Dann markiere ich mir mal direkt die zwei Stellen. Und wir müssen mal neue Rüstungen ausrüsten noch, sehe ich gerade. Ja, so, einmal das. Dann noch das hier, das ebenfalls, jawohl, hier ist richtig gutes neues Zeug. Und bei Waffen muss ich auch noch mal ganz kurz reingucken. Okay, die kann ich gerade nicht ändern. Gut, machen wir dann. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Da hinten wütet ein Mörder! Hm. Ah, das Lager sieht sehr klein aus. Das sollte fix gehen. Erstmal den Schützen dort oben loswerden. Sehr gut. Jetzt bekommen wir erstmal einen großen Besucher hier. Ja, mein großer Freund muss erstmal weg. Moment, ich muss meinen Stil ändern. Na los. Wunderschön, wie er das hier macht. Mit dem Ausweichen. Ah, fast sind wir ihn los. Komm, Angriff. Und das? Nein! Komm schon, solange die Fähigkeit gerade aktiv ist, will ich so viel Schaden austeilen, wie es geht. Perfekt. Wo ist der letzte? Der schläft hier. Auch geschafft. Wunderbar. Das Gebiet ist dann jetzt auch befreit. Du kriegst kurz eine Streicheleinheit. Und jetzt auf zu unseren nächsten Markierungen. Und dort den Schrein dann noch mit besuchen. Und ich denke, wir sollten unsere Figur dann auch gleich mal wieder verbessern mit den ganzen Fertigkeitspunkten.
Wie viele habe ich denn da jetzt gerade? 20 Stück. Okay. Das ist ordentlich was. Ich würde ganz gerne hier unten das erstmal haben. Das kann ich mir noch nicht holen. Ja. Nehmen wir erstmal hier die Sachen. Gut. Was haben wir hier noch? Ja, ich denke, wir holen noch mal was bei Geschicklichkeit. Sehr gut. Das reicht dann jetzt auch erstmal. Obwohl, nee, Sprintattentat hole ich mir noch. Wunderbar. Sprintattentat wollte ich ja schon länger unbedingt haben. Hier muss ich einmal rüberklettern. Und dort vorne ist der Schrein. Ah, Moment. Pferden müssen wir nicht nochmal rufen. So, das Lager haben wir jetzt hier direkt vor unserer Nase. Einmal hier hoch. 5 Gegner haben wir hier. Da oben auf dem großen Turm ist keiner, so wie es aussieht. Dort sind 2, wo sind die restlichen? Gut, einfach mal Flugangriff. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Letzter Gegner schon wieder. Dann ist das ja auch wieder erledigt. Kurz zurückgehen. Wunderbar. Wieder ein Ort geschafft. 3 Stück jetzt schon. Ja, einen letzten würde ich mir noch ganz gerne holen wollen jetzt. Mal sehen. Nehmen wir mal den Ort hier unten, oder? Oder wo könnte ich denn noch eine gute Schnellreise hinmachen direkt mal? Ja, hier gerade leider nicht. Was nehmen wir denn mal für einen Ort? Hier haben wir 2 Lager in dem Gebiet. Hier wäre noch einer auf der Flucht. Ja, ich denke, wir machen hier rüber noch. Das ist dann das letzte Lager, was wir uns jetzt hier noch holen. Jetzt bin ich Stufe 52 auch schon. Wunderbar. Einmal hier rüber. Yep. Ja, das sieht auch wieder nach einem kleinen Lager aus. Ja, das geht auch wieder fix. Dann mal los. Und sind auf jeden Fall stärkere Gegner. Oh,
Aber es sind nicht besonders viele. So, zwei haben wir jetzt schon weg. Angriff. Und geschafft. Alter, bin ich gerade fix dabei hier mit den ganzen Camps. Also ich bin hier gerade wirklich richtig schnell damit. Dann können wir uns eigentlich noch mal eins holen. Das nächste war irgendwo hier vorne im Süden. Ich markiere es mal eben. Und die Camps machen gerade Spaß. Also irgendwie gerade macht das echt Bock, die zu säubern. Da vorne werden wir erwartet. Ja, und hier haben wir wieder mal ein paar mehr Gegner am Start. Los, hier rüberkleiden. Hilf mir! Jetzt hol ich mir den hier. Die hier drüben helfe ich einmal. Los. Heute schon. Bitte schön, dein Retter ist da. Einmal hier hoch. Jetzt kurz an das Geschütz hier. Und Feuer. Die restlichen Gegner sind hier, in dem Bereich jetzt. Das Geschütz bringt uns dementsprechend jetzt nichts mehr. Kurz heilen. Zurückgehen. Komm schon. Wo sind jetzt die restlichen? Hier hinten haben wir noch einen und die anderen sind dort verteilt. Dann komm mal her. Kannst du bitte runterkommen?
Er will das, glaube ich, nicht. Gut, dann muss ich mal kurz gucken, wie ich hochkomme zu ihm am besten. Hier habe ich einen Weg. Hier haben wir einen kleineren Bossgegner. Nach hinten gehen. Adieu. Danke für den Schlüssel. Also, wir gehen mal hier hoch. Ja, wie gehen wir jetzt hier am besten vor? Ich denke, auf den dort einfach drauf springen, los. Letzter Gegner. Bleib stehen. Und jetzt müssen wir nur noch das Lager plündern. Und das Gebiet wurde befreit. Schöne Sache. Suchst du etwas Bestimmtes? Mal sehen, was wir hier Schönes drin haben. Eine neue Rüstung, ja. Ich bleibe bei unserer aktuellen. Und hier will ich mal kurz was aufwerten. Lass dir. Ach nee, das geht bei dem nicht. So, schön auf jeden Fall, dass der Bereich jetzt auch noch geschafft ist. Und ich denke, so kann man dann jetzt auch erstmal Schluss machen mit der Folge hier. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit diesen zwei Quests hier, denke ich. Tschüssi, Leute.